Wir knuspern Chips. Bates, komm. Ja. Ne, Nick? Mhm. So muss man das machen. Cola und Chips. Echte Gamer. Oh. Irgendwas bringt hier. Ich weiß nicht genau. Informationen sammeln. Also, wir haben das letzte Mal so eine Nebenmission geschafft. Avatar-Projekt geht das wahrscheinlich jetzt irgendwie einen Punkt weiter. Ja. Ist mal wieder so weit. Sollten wir uns... Aber wir wissen ja, wo eine der nächsten Dings ist in Australien. Also wir sollten uns vielleicht jetzt so nach Süden bewegen. Ja. Genau. So, A-Maschinen weggeräumt. Da können wir mal gucken, was wir da jetzt hinbauen. Ja. Nicht viel, weil wir haben kaum Geld. Haben wir so wenig Geld? Ich dachte, wir hatten viel Geld. Ich glaube, wir haben alles für irgendwas ausgegeben. Das bauen wir. Ach, wir hatten zuletzt vor der letzten Mission noch schnell die bessere Waffe, glaube ich, für Mio gekauft. Oder stimmt. Das bessere Schwert war das. Ja. War ja auch ganz gut. Sie hat ja ganz gut performt. Ja, dann bauen wir da nichts rein. Erst aber nicht. Dann kann ich hier in die Heilung. Das hier war die Heilung. Ja. Ne? Du musst erstmal aus Bauen raus, genau. Kann Heilung, ich ja wieder einen Ingenieur reinstellen. Damit genau, Heilsmeister schneller geheilt wird. Achso, das war Soldatenfähigkeit neu ausbilden. Das wollen wir ja. Nee. Ich dachte, ich kann noch einen zweiten einstellen. Ja. Genau, und hier, das ist auch... Das kostet, glaube ich, alles Ausbildung, Vorräte. Ja. Ja. Die Kommunikationszentrale ist das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Können wir da noch irgendwie? Nee, da ist jetzt schon einer drin. Ja. Die Melissa. Na gut. Die Melli, die macht das schon. 6 Tage warten. Du könntest mal unsere gucken... Forschung haben wir auch. Ja, du könntest mal gucken, ob wir unten freiräumen können. Geht das? Nicht abgeschirmte Energiequelle. Können wir die irgendwie... wieso können wir die nicht... Doch, können wir noch. Weil da, die wollten wir ja freiraum und da neue Energie-Dings hinbauen. Können wir einfach schon mal anfangen. Ja. Wenn wir gerade eh nichts Besseres vorhaben. 30 Tage. Ja, na gut, da können wir später noch mehr, wenn da niemand mehr so liegt oben. Bringen die anderen was Besonderes? Vorräte 88, also relativ viele Vorräte. Und das bringt A-Legierung und Vorräte. Ja, aber es ist nicht so wie bei der Energiespule, dass es sich lohnt, da was drauf zu machen. Nee. Wir können ja den freigehaltenen Raum, da können wir ja vielleicht irgendwann mal diese Schattenkammer, die wir für die Story brauchen, hinbauen oder sowas. Also ist ja immer gut, einen frei zu haben. So. Gut, wir haben nur einen Verwundeten, also da sieht es ganz gut aus. Kannst du noch mal ganz kurz, wir haben ja schon wieder eine Woche nicht uns das angeguckt, noch mal kurz die Soldaten angucken. Also wir brauchten Special-Soldatenanzeigen. Ja. Wir brauchten... Specialists, Ist immer noch Klasse so, genau. Also wir haben richtig viele Grenadiere, relativ viele, nur 3 Ranger, ist auch nicht so viel. Ja. 4 Rekruten, die können also noch werden, die müssen wir dann auch mal mitnehmen demnächst. Damit sie auch da in der Mitte, damit die auch mal was werden. 3 Scharfschützen und 2 Specialists. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall einen Specialist. Gut zu wissen. Ja, vielleicht sollten wir beim nächsten Mal einfach wieder einen Rekruten mitnehmen. Ja. Bei 5 Leuten kann ja ein Rekrut. Warte mal, kannst du nochmal auf die Gorea-Taktikschule, ich weiß nicht mehr genau, ob das die ist. Da können wir nämlich eine spezifische Klasse ausbilden. Da könnten wir mal einen Rekruten reinpacken und einfach sagen, der soll ein Specialist werden. Dann haben wir zumindest schon mal einen. Genau. Steht währenddessen, ist ja egal. Kann natürlich. Ja. Dann nehmen wir doch da einen Specialist, würde ich sagen. So. Okay. Genau. Cool. Das war einfach. Wie im Hintergrund Mio auf dem Laufband ist, das völlig unmotiviert, so ein bisschen vor sich hin. Ja. Schlendern so. Das ist gutes Training, Mädel. Du machst das. Gut, dann sammeln wir mal weiter Alien-Legierung. Ja. Kann man immer für Forschung oder für ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht. Das wolltest du doch gerne haben. Deine Telepathen und Telekinetiker. Genau, durch Studien, bla bla bla. Genau, können wir jetzt einfach auch Telekinese und Telepathie den Leuten beibringen oder das Potenzial in denen wecken. Beibringen kann man sowas natürlich nicht. Ah, okay, müssen wir aber auch erst bauen. Müssen wir natürlich erst bauen. Das könnten wir zum Beispiel dann auch, wenn wir das Geld haben, machen. Das ist die Waffe von denen, so einfach. Ja. Ist wie bei Mass Effect, die haben ja immer dieses Omni-Tool oder so, dann da auch die Dings, die Telepathen. So, ja, komm, machen wir erstmal das hier. Machen wir erstmal die Dauer. Ich habe mich langsam an den Anblick der Kreuzung von menschlichem und Alien-Genmaterial gewöhnt. Die sind echt ganz schön niedlich. Muss ich zugeben, dass diese reptilienartige Kreatur mit ihren eindeutig menschlichen Merkmalen besonders beunruhigend wirkt. Vor allem diesen Brustpanzer, der irgendwie aussieht, als hätte es die Schlange einfach Brüste. Mit wenigen reptilienartigen Zügen, aber nichts, das so offensichtlich wäre wie das hier. Das sind wahrscheinlich mutierte Frauen. Aber diese waren ja diese langen Männer, ne? Diese im Vorgänger. Diese langen, dünnen Männer und also gar keine Frauen, sondern Männer. Reine Brennstoffe ist es außerhalb der Städte. Klappe. Ja. Ja, es gibt ja nicht genug Öl für alle und so, ja, blablabla. Wir brauchen so noch mehr Advent-Einheiten.
Ja gut, also bei Greer einsetzen haben wir jetzt vielleicht zwei, drei Gegner mehr. Okay. Das war eine dieser düsteren Ereignisse passiert. Ja. Ist passiert, kann man nichts machen. So. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Ich finde es, gelinde gesagt, erstaunlich, dass das Objekt, welches wir in der Vergangenheit als... Das Gift, das kann selbst die größten Schäden und Umarmungsschäden auch einigen Medikus. Damit könnten wir Hämostase deutlich verbessern. Okay, also einfach bessere Behandlungsfähigkeiten. Ja, machen wir dann noch die kurzen Sachen erstmal, dann sind die einmal vom Tisch und dann können wir die langen wieder. Persönlich bestätigte Aussagen, dass die massive Fronteinheit, die wir als Muton kennen, einst sogar noch größer war als das Exemplar, das heute vor mir liegt. Die Kreatur ist ungewöhnlich warm für eine Leiche und ich muss zugeben, dass mich dies ziemlich beunruhigt. Ja, nicht, dass der noch so halb lebt. Man muss es immer alles auf die Kamera matschen. Es wäre lustig, wenn er wirklich mal aufstehen würde noch. Das wäre der Hammer und dann müsste man im Raumschiff kämpfen. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Gab es ja im ersten Teil. So ein Zeug. So, warte mal. Hier sagt er uns irgendwie, ein Dings ist nicht benutzt, glaube ich. Untätiges Personal. Also den könnten wir zum Beispiel, der ist bestimmt aus dem Krankenbereich, aus dem Test, oder wie das heißt. Nee. Hier vielleicht? Nee, oben aus dem Krankenzimmer, aus dem mittleren. Ja. Da ist doch, glaube ich, der müsste jetzt behandelt sein. Das heißt, wir können den Ingenieur runterziehen. Ja. Rekruten lassen, den was ihnen an Erfahrung fehlt. Vorher rausnehmen? Nee, müsstest du eigentlich nicht. Müsstest du nur merken, wie er heißt, aber... Gut. So ist es vielleicht einfacher. Genau, ja. Da drauf und dann packen wir den da auch noch rein. Geht das vielleicht? Die Sarah Vogel. Ja, Sarah Harris und Sarah Vogel. Die zwei Sarahs. Ja, das sind jetzt unsere Raumfreiräumer. Ja, die Sarah. Okay, sehr schön. 13 Tage sieht ja schon besser aus. Kannst du mal kurz in den Testbereich, das ist oben links, genau, ja. Mal kurz gucken, was wir da jetzt haben. Diese Feldmedizin, was bringt das Gift, das hier? Zwei Vipernleichen. Ja gut, haben wir aber, glaube ich, nicht. Schade. Schädel auswerten, experimentelle Granate. Ja, das ist alles nicht so wichtig. Schädelstecker bauen. Ja. Gut, ist da jetzt nichts irgendwie dabei, was Priorität hat. Ja. Cool. Wir haben ja eh nicht so viele Vorräte. Nur sehr viele Infos. Also wir könnten mal wieder Vorräte beim Schwarzmarkt irgendwann kaufen. Bei 200 Infos ist schon echt eine ganze Menge. Aber stellen wir erstmal mehr Kontakte her. Ausbildung abgeschlossen. Wir haben einen neuen Specialist. Ja. Super. Top. Dann können wir den jetzt ja bei Gelegenheit mit in den Einsatz nehmen. Ja, sieht langweilig aus. Wirklich, 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 wirklich. Wollen wir gleich noch einen zweiten reinmachen und einen weiteren Specialist rekrutieren? Kann nicht schaden. Also ich meine, das ist ja nun wirklich... Nee, das ist Kampftaktik. Oben ist ja, der... Ich ja, ich hab's auch gesehen. Kostet uns ja sonst nichts, ne? Nee, genau. Falls ihr weiterhin immer noch hier benamst werden wollt, hier im Spiel, also weil irgendjemand von euch noch mitspielen möchte als ein Soldat, schreibt uns ruhig weiterhin in die Kommentare. Ich krieg das schon mit. Keine Sorge. Ich krieg das nicht durch, ne? So. Aber wir können mehr Widerstandskontakte haben. Ja. Das ist schon mal gut. Also jetzt machen wir trotzdem natürlich das erstmal zu Ende. Zwei. Weil sie jetzt noch da sitzt, aber ist halt die Frage, ob wir sie da sitzen haben wollen. Aber grundsätzlich ist es schon ganz sinnvoll, noch ein paar Kontakte herzustellen. Ja. Weil sich dadurch natürlich für 25 Legierungen, na gut. Also ein Alienschiff, was abgestürzt ist. Ja, mal geplündert. Sehe ich auch. Also wir könnten jetzt als erstes zum Schwarzmarkt fahren oder wir stellen halt Kontakt her? Ja, wenn wir zum Schwarzmarkt fahren, könnten wir halt in der Guerilla-Taktikschule zum Beispiel, also wenn wir uns da jetzt Vorräte kaufen, ist meine Überlegung, könnten wir uns halt zum Beispiel noch den 6. Platz vielleicht leisten. Dann haben wir noch einen mehr dabei für den nächsten Einsatz. Das könnte ganz sinnvoll sein. Und dann als nächstes kommt... Ich weiß nicht warum, aber... mehr Leute im Einsatz, ja... Inhalte kaufen, 119 Vorräte. Weiß ich nicht, ob das dann reicht, Info? Aber wir können es gucken. Also, ne, 30 Info, ja. Das ist nichts. Sofort machen. Scheiß drauf. Die Leute brauchen wir alle nicht, das ist alles ein bisschen teuer. Brauchen wir auch nicht. Nee, das können wir alles alleine erforschen. Wir haben relativ viele Wissenschaftler, ich glaube 4 oder so. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Dann lass uns doch erstmal kurz gucken. Genau. Ob wir uns das leisten können in der Guerilla-Taktikschule. Druckgröße 2. Komm, nehmen gar nicht so teuer. 25. Haben wir aber noch 100 übrig. Ja. Top. Können wir sogar noch irgendwas machen hier? Können kritischen Schaden anrichten. Plus 3 Schaden ist auch echt nicht schlecht für einen Ranger. Also. Finde ich auch nicht schlecht. Also wir können auch erstmal ein bisschen sparen. Ja, können wir auch nächstes Mal kaufen. Wenn wir wieder. Wir kriegen ja. Ja.
Wobei, wir haben nur 177. Also wir müssen echt mal ein paar Kontakte herstellen jetzt. Ja, weil, das wollen wir jetzt machen. Also ich erinnere mich noch so am Ende, ich habe es ja mittlerweile durchgespielt, also mittlerweile, also schon vor ein paar Wochen. Mache ich weiter, dass wir irgendwie mal zum Kontakt fliegen oder so. Und ich hatte am Ende 600 noch was Einnahmen pro Monat. Also kann man dann auch haben. Hier Kontakt, ne? Ja, wir wollen dann ja dann sowieso da. Richtig, unten. Richtung Australien. 3 bis 5 Tage, das wissen wir noch nicht so genau. Na klar, man muss die ja suchen. Also insofern, wir sollten demnächst mehr Kontakte haben, damit wir einfach mehr Geld verdienen. Und dann kann man ja noch in den Kontakt räumen. Commander, wir haben die Koordinaten eines schutzlosen UFOs, das in dieser Richtung gelandet ist. Das sollten wir uns angucken. Wenn wir uns beeilen, können wir eine ansehnliche Menge an Vorräten und Ausrüstung. Sollten wir gleich machen? Ja, machen wir direkt. Setze Kurs auf 6. Jetzt, wo wir 6 Leute haben. Ja, das wird jetzt besser dadurch. Also es ist einfach 50% mehr als am Anfang. Das ist schon eine ganze Menge. 50% mehr als vor 2 Folgen. Das ist richtig. So. Dann schauen wir mal. Also wir sollten auf jeden Fall einen von jedem mitnehmen und dann noch 2 mehr. Also wie gesagt, meine Theorie ist immer, dass ich cool finde, auf jeden Fall 2 Specialists dabei zu haben. Ein Heiler und ein... Genau, und ein Hacker, weil dann hat man beides. Und 2, die richtig Schaden machen. Also entweder 2 Grenadiere oder 2 Ranger. Weil 2 Sniper sehe ich nicht so ganz den Sinn drin. So. Also, das ist halt lass mir sie war beim letzten Mal relativ gut, ne? Ja. Als Sniper. Ihn würde ich rausnehmen. Ja, nehmen wir erstmal raus. Wenn wir Mio haben, brauchen wir auch keinen zweiten Ranger. Dann lass uns wieder 2. Und dann nehmen wir wieder die beiden mit. 2 Grenadiere. Wobei wir können lass doch mal einen mitnehmen, mit den trainieren vielleicht. Vielleicht. Ja, er könnte jetzt bald aufsteigen, ne? Mhm. Dann lasse ich. Vielleicht haben wir da mal eine Stufe höher. Ja. Dann nehmen wir jetzt für ihn. Corporal, Sergeant. Den habe ich ja gerade rausgeschmissen, ne? Mhm. Dann nehmen wir doch hier. Was ist denn das niedrigste? Private? Sortier doch nach Rang. Das ist eine gute Idee. Ich kenne mich da auch nicht ganz so aus. Genau, also Nazrim haben wir rausgeschmissen. Gucken von unten. Und Private, Cop, dann nehmen wir ihn mit. Sie. Lea ist eine Frau. Ist mir auch aufgefallen. Belgierin. Verdammte Belgier. Dass wir auch ein paar in den höheren Stufen kriegen und... Wobei, man erkennt es nicht so gut unter der Kapuze. Aber gut. Wir brauchen jetzt noch einen zweiten Specialist. Genau, das wir ist haben, ein... Heil... Das war der sein. Dings, das war der Hacker. Den hat man letztes Mal auch dabei, der Boris. Genau. Ist der eine den wollen wir nicht mehr dabei haben. Da tut mir halt Boris, dann nehmen wir Fabian mit. Genau, nehmen wir Fabian mit, Rain Man. Geistig behindert ist Fabian nicht, also eigentlich passt es überhaupt nicht. Insofern. So, und dann nehmen wir noch einen, den Private hier, den neu ausgebildeten mit. Ja, oder? Hier, genau. Mhm. Und dann braucht man noch jemanden, ich würde ihm noch Dings mitgeben. Das Medi. Achso, ich muss das vorher noch freigeben wieder. Ja. Freigeben. Sei doch nicht immer so freigebig. So. Und dann kriegt er genau, das. Genau, er kriegt das Medi-Pack. Sehr schön. Und gut, sie hat den Schädelstecker, das macht weiter einen Sinn. Dann haben Heilsmeister hat auch. Kann er auch noch heilen, ist immer gut 2 Heiler dabei zu haben. Genau. Der Granaten ist auch gut. Vielleicht könnten wir da einem noch eine Brandgranate mitnehmen. Ja, die war beim letzten Mal ganz, ganz nett. Cool. Jetzt haben wir zwar wieder keine Rauch- oder Blendgranate dabei, die uns empfohlen wurde gegen Psycho-Übergriffe, aber die Psycho-Übergriffe waren jetzt in letzter Zeit auch nicht das größte Problem, was wir hatten. Ich glaube, die Blendgranate löst das. Also vielleicht nehmen wir die lieber mit. Nur so, falls es dann doch mal nötig ist. Und dann würde ich sagen, ist das doch eine ganz gute Voraussetzung für die nächste Folge. Dann für den Einsatz. Meinst du nicht? Na gut, dann halt nicht. Ich sag dir, ich meine, wir können jetzt auch die Ladezeit den Leuten geben. Ich wollte auch nichts anderes machen, außer irgendwie Menüs rumklicken. Spiel du doch. Du kannst auch die nächste Runde nochmal. Nein, mach du. Ist in Ordnung, ist mir egal. Ja, bitte. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.